Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Neue Skins vorgestellt. Hier habe ich tatsächlich einen zufällig gefunden, wo ich gedacht habe, Moment mal, irgendwas ist hier komisch. Irgendwas ist hier total faul. Ich kenne diesen Skin. Ich kenne diesen Skin und kenne ihn trotzdem nicht. So. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code zur Fotogleich.tv. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Das hier hinten hat mir dann plötzlich geholfen, das einzuordnen. So, das hier ist nämlich der Dark Castor. Also ein neues Outfit oder ein neuer Style für den Castor. Eine dunkle Version davon. Scheinbar, also da gibt es momentan so ein Video von jemandem in Südamerika. Gibt auch, glaube ich, sogar ein deutsches Video inzwischen dazu. Also es gibt wohl eine Möglichkeit, wie man den aktivieren kann über einen Trick momentan. Aber der Teil sieht doch mal ziemlich cool aus, oder? Also ich weiß nicht, ob ihr das inzwischen mitbekommen habt mit diesen Bots. Die kommen. Ich ahne, dass das momentan dass das hier tatsächlich, also sieht geil aus mit den Händen, ne? Dass das hier tatsächlich momentan ein Bot ist. So. Und das ist nämlich genau dieser Effekt. Also ich habe das jetzt bei diversen Skins gesehen, als ich die gesucht habe. Da gab es ja schon diese Videos, wo ich gefragt habe, was macht der da? Der steht einfach da, dreht sich und schlägt. Und liebe Leute, ich ahne, dass das einer dieser neuen Bots ist, ja, die Epic ins Spiel bringen will. Es soll ja jetzt in Zukunft Bots geben. Und das hier ist wahrscheinlich irgendeiner dieser Test-Skins. Da war ja, wir sind jetzt in letzter Zeit, gerade an diesem Tag waren wieder vermehrt solche Skins drin gewesen, beziehungsweise solche Spieler, die einfach nur da standen und einfach nur geschlagen haben. Sich manchmal gedreht haben und einfach nur geschlagen haben. Und selbst wenn jemand, sage ich mal, Anfänger ist und keinen Plan hat von dem, was er tut, er steht nicht einfach nur da und schlägt. Und davon gibt es momentan haufenweise in dem Spiel. Könnte ich euch einige Szenen davon zeigen. Gerade hier in diesem Match hier war noch einer gewesen, der hat auch den aktuellen neuen Skin gehabt. So. Wen höre ich denn da? Ah, da hinten läuft einer. Okay. Jetzt steht er wieder da. Und er wird wieder einfach nur picken. Genau, picken und sich drehen. Genau das. Er dreht sich und er pickt. Und das ist definitiv, meiner Meinung nach, definitiv ein Experiment einer dieser neuen Bots. Nichtsdestotrotz, cooler Skin. Sieht geil aus. Hat hier auch gleichzeitig noch diesen neuen Gleiter, also diesen Drachen da. Und er steht wieder da und macht einfach nur das da. Und das passt halt überhaupt nicht, Leute. So, ihr seht, er hat hier angeblich, das war ja in Battle Pass ziemlich weit oben mit diesem Gleiter. Und er steht einfach nur da und dreht sich. Also wenn er jetzt AFK wäre, würde er einfach nur dastehen und wird gar nichts machen. Er steht aber da, dreht sich und pickt ab und zu. Und das Ding ist ein Bot. Ein neuer Bot. Sieht aber trotzdem geil aus hier. Dieses Outfit von dem Castor, ne? Freue ich mich schon drauf. Da hinten steht auch jemand. Und der wird nicht einfach nur picken. Seht ihr das? Das ist ein klassischer AFK-Skin da hinten. Der steht nämlich tatsächlich einfach nur da. Und der andere schlägt und dreht sich. Und das dafür, dass er im Battle Pass so weit oben ist. Never ever. Ja, das wollte ich nur mal kurz euch zeigen. Schreibt mal eure Meinung zu den Bots mit rein in die Kommentare. Die sollen ja irgendwann mal richtig gut sein oder richtig gut werden. Er sofort meinte,
Er hat da schon so ein Building gesehen von denen, da müssen sie wohl ziemlich effektiv gewesen sein. Da hinten renne ich gerade, da habe ich wohl gerade scheinbar jemanden getötet. Im Hintergrund. So. Und er steht wieder da und wird schlagen. Ja. Trotz allem ein geiler, mega geiler Skin. So. Also, macht's gut, bis dann. Danke fürs Zuschauen und tschüss.